dreimal gucken, besser als nicht zu gucken. Wir haben kein Internet gerade, wir kommen nicht rein. So, alles in Ordnung jetzt? Der Lister-Döner in Hannover. Für Serko Joneit und seine Mitarbeiter geht es heute mit dem Verkaufswagen auf einen Sportplatz. Nur Döner werden wir. Wir kontrollieren noch einmal. Genau. Geh rein. Ja. Rotkohl hast du? Rotkohl ich hab. Okay, Weißkohl? Auch. Eisberg? Eisberg, ja. Tzatziki? Auch. Wo, zeig mal. Hier, steht alles da. Alles steht unten, Chef. Ist besser. Einmal nochmal durchchecken, alles kontrollieren. Weil ich habe oft gesagt, haben wir das? Ja, haben wir das. Und wir waren da. Wir haben das doch nicht gehabt. Deswegen einmal alles dreimal gucken, besser als nicht zu gucken. Ich sage immer so. Im Verkaufswagen ist nun alles einsatzbereit. Doch dann gibt es im Laden plötzlich ein Problem. Kasse stützt manchmal ab, ne, weil das ist alles online. Und Bibu ist dafür zuständig, weißt du. Mit Bar? Leider Karte dauert ein bisschen. Das ist später. Karte haben noch Probleme. Ganz Elektro und sowas habe ich keine Ahnung. Bibu ist dafür da, aber der ist gerade in Urlaub. Nur für 2 Tage ist er weg. Jetzt muss ich ihn wieder nerven die ganze Zeit. Es wäre schön, wenn er reingehen würde. Die Aufgabenverteilung unter den Brüdern ist klar geregelt. Das Kassensystem fällt sonst in Bibos Zuständigkeitsbereich. Wir haben gerade Online-Probleme, deswegen. Ja? Wir haben kein Internet gerade, wir kommen nicht rein. Mitarbeiter Nechi steht bereits in den Startlöchern. Wir warten unseren Chef. Weiß nicht. Wir sind alles Aufbereitung auf dem Tisch. Wir warten, dass unser Chef kommt und dann gehen wir los. Wir müssen warten, er geht nicht ran. Allmählich läuft ihnen die Zeit davon. Alles fertig? Ja, ja Chef, alles. Brot? Alles. Okay. Dann, wir fahren los. Ja. Serkos Verkaufswagen ist endlich abfahrtbereit. Was ist mit der Kasse? Die Kasse funktioniert wieder. Erleichterung. Ja, das war wie 10 Steine auf meinen Nacken. Jetzt bin ich ein bisschen befreit. 2 sind jetzt weniger. Wenn der Wagen heute Abend fertig ist, dann 8 sind weniger. Nee, 6. Und wenn wir Laden schließen, dann ist komplett leer. Für den 39-Jährigen und sein Team geht es jetzt zum Hannoverschen Sportclub. Hier sollen sie heute die Spieler mit Döner versorgen. Bibo ist sogar Trainer hier im Verein. Bruder, wohin? Wir schaffen denn nicht? Stromanschluss ist dieses weiße Teil neben der Mülltonne da. Ja, Bruder, wir schaffen nicht hier hin. Wie sollen wir hier hin? Schaffst du rückwärts? Hier, direkt hier. Komm, hier, mach hier. Hier? Ja? Hier. Nee, Remke. Arre, Asan. Das wird ein bisschen. Wird ein bisschen stressig, aber wir schaffen. Rückwärts dahin. Eigentlich war der Verkaufswagen nur als Übergangslösung während des Umbaus ihres Ladens gedacht. Doch dann trudelten immer mehr Aufträge ein. Nichi, wo sind die Schrauben hier? Ja? Aber Schrauben nicht wieder. Wir sind gerade ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir müssen 18 Uhr die erste Döner schon rausgeben. Für Bibo und Serko ist der Verkaufswagen nicht nur eine zusätzliche Einnahmequelle, sondern auch gute Werbung für ihren Laden. Wenn wir hier sind, wir müssen sogar besser als Laden machen. Sogar besser, dass die Menschen zu uns zum Laden kommen und sagen, okay, die Menschen, die hier sind, wir müssen die überzeugen. Die Theke ist gefüllt, das Fleisch gegrillt. Punkt 18 Uhr in Hannover. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. So, die erste können schon kommen. Wir bieten heute nur Döner, ne? Nur Dönertaschen. Ja? Dreimal? Ja. Gerne. Machen wir mit Kollegen jetzt mal Soße, Fleisch, Salat, ja? Ohne scharf? Nee, doch, tatsächlich unscharf. Sehr gerne. So, die nächsten können kommen. Ja.
Hier beim HSC sind die beiden Brüder schon bekannte Gesichter. Alles gut, danke schön. Hey, ist Urlaub. Urlaub? Ja. Hat er das verdient? Ja, natürlich. 2 Tage nur. Ach, schön, auch schön, das ist meine zweite Hälfte. Ja, weiß ich. Wenn er nicht da ist, es fehlt eine Hälfte von mir. Auch wenn er nichts macht, ne? Nur ich weiß, er ist hinter mir, dann ich habe das Gefühl, wir schaffen. Sahn, alles drauf, ja? Ja. Schön, mein Lieber. Guten Appetit. 3 Haltestellen willst du fahren, ja? Ja, oder 4. Nee, nur 3. Bruder, geht nach vorne, genau, damit, und bleib jetzt da. Ihr bleibt da, ganz kurz, mein Bruder. Dann morgen kannst du zum nächsten Platz kommen, ja? Mehr als 150 Döner in 2 Stunden. Mittlerweile sind alle satt. Gott sei Dank, heute alles hat funktioniert. Und wenn ich Ende des Tages gucke, dann freue ich mich, dass wir diese ganzen Menschen glücklich gemacht haben. Ja, unfassbar. Du hast ja gesehen, die Jungs sind ja komplett durchgedreht. Ich glaube, manche von meinen Jungs haben 3 Döner gegessen. Aber das war, ich glaube, das war Highlight des Tages oder des Jahres mit. So, wir haben hier jetzt mal Feiern. Zumindest hier beim HSC. Im Laden geht die Arbeit für Serko weiter. Die Spätschicht wartet.